Ein Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory. Ja, ich habe ein bisschen Mist gebaut. Ich habe angefangen aufzunehmen, es waren jetzt immer nur 2-3 Minuten. Und irgendwie hat das nicht sollen sein. Da war der Ton auf einmal nicht mehr da. Ganz komisch. Aber gut, so. Was jetzt der Plan erstmal ist, das Ganze hier vorne mal so ein bisschen in dick gestalten, würde ich tippen. So, jetzt haben wir hier immer noch so eine Kalkstein-Dingsbums hier. Das muss jetzt erstmal hier weg. So. Jetzt machen wir voll. Jetzt ziehen wir das jetzt erstmal hier rüber. Das Ding würde ich eigentlich ganz gerne auch komplett offen lassen. Einzige, was ich halt mache, dass ich hier ja, die Wand halt. Die ändern wir aber mal eben in Betonoptik um. Genau. So. Dann werden wir auch hier nochmal das offen hinstellen. Oder lassen wir das zu? Ne, machen wir auch mal. Kann man dann später vielleicht auch nochmal irgendwie nochmal eine Brücke mit reinbauen. Das ist einfach nur für später. So, die ziehen wir dann jetzt erstmal hier zu. So. Dann machen wir jetzt folgendes. Dann werden wir jetzt erstmal das hier wegmachen. So, jetzt reiße ich auch erstmal hier das Ding ab. Brauchen wir nämlich erstmal nicht. So. Also. Jetzt wäre der Plan. Gute Frage, ne? Also eigentlich würde ich ja ganz gerne hier vorne. Folgendes machen. Special. Die Mam würde ich ganz gerne hier hinstellen. Ja, können wir noch ein bisschen ranstellen, glaube ich. Okay. Gut. So. Dann würde ich als nächstes die Ausrüstungswerkstatt, die wir auch zwischendurch immer mal wieder brauchen. Und dafür ziehe ich mal eben hier hinten eine Wand rein. Ausrüstungswerkstatt. So. Die würde ich ganz gerne dahin bauen. Aber dafür würde ich die Mam weiter nach vorne setzen wollen. So. Genau. Ja, und dann können wir jetzt hier vorne noch den Shop mal wegmachen. Den Shop machen wir dann nämlich einmal hier hin. Dann stellen wir noch eine Kiste davor. Und da packen wir die Coupons rein. Und dann ist gut. So, jetzt machen wir erstmal hier schwupp, schwupp, schwupp. Alles ein bisschen in Betonoptik. So. Auch hier Betonoptik. So, jetzt haben wir aber folgendes Problem. Ja, Problem ist es nicht, aber jetzt würde ich erstmal ganz gerne gucken, dass wir mit der Foundation Second hier runterkommen. So, jetzt gucken wir natürlich, wie hoch wir sind. Das ist natürlich, ne, viel zu viel. A little bit too much. Ja, nochmal, das heißt, wir sind ja auf der Höhe, ne? Ja, genau. So, das heißt, wenn ich jetzt hier rüber gehe. Zack. So, und dann jetzt mal die, ich nehme einfach mal die 3. So, jetzt bin ich natürlich hier monster mega hoch, ne? Das ist natürlich jetzt, ich weiß auch nicht, ob das so geil ist. Vorteil ist, man kriegt natürlich viel Fläche weg, ne? Das ist natürlich klar. Aber, ist so die Frage, müssen wir da wirklich auf einer Höhe sein? Ich würde behaupten, nein. Würde es nicht reichen, wenn wir auf der Höhe von der Zwischendecke sind?
Das wäre doch, eigentlich wäre das doch vollkommen schick, oder? Dann könnten wir doch einfach daraus eine Zwischendecke machen, wo wir von unten Material nach oben führen. Also das heißt, hier unten wird dann alles ein großer Hohlraum. Genau. So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wo wir natürlich hier dran vorbeikommen. Ja, aber guck mal, jetzt hier sieht man wieder. Da, wir sind eigentlich tatsächlich nicht hoch genug, ne? Da sieht man es wieder ganz gut. Das ist wieder... Das haben wir dann natürlich so eine Sache. So, jetzt, komm auf. Ja, wir brauchen ja irgendwo trotzdem irgendwo den Platz, sag ich jetzt mal, ne? So, das heißt, wenn wir jetzt hier durchgehen... guck mal, da bist du auch schon, okay. Also, wir werden doch auf die andere Höhe gehen. Und werden das Ganze hier rüberziehen. Jetzt gucke ich mal, dass wirklich auch dieselbe Höhe ist. Nicht, dass ich mich da vertue. Ne, okay, das passt. Perfekt. So. Machen wir jetzt mal folgendes. Ziehen wir... Na. Zack. Das nach unten. So, das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Dann können wir das jetzt erstmal so lassen. So. Das, wir müssen ja an sich noch nicht hin. Jetzt haben wir nur schon mal die Höhe angepasst. Wie wir es auf jeden Fall machen werden. Wie wir dann da hochkommen, machen wir uns später im Kopf. So, jetzt würde ich ganz gerne noch mal ein paar Sachen freischalten, denn ich habe tatsächlich noch mal ein paar Mods eingefügt, die mir eigentlich ja schon immer wichtig waren. Jetzt gucke ich mal eben ganz kurz, wo die sind. Da haben wir sie. Die Effizienz-Checker-Mods. Eine meiner absoluten Favorites. Und Beton, okay. So. Das heißt, wir können da nämlich jetzt anfangen. Und können da nämlich schauen. Ja. Ich baue direkt mal eben kurz ein. Das ist nämlich echt... Ich feiere diese Mod einfach. Die ist super cool. Und können jetzt einfach hier hergehen und sagen, okay, so, wir stellen das jetzt einfach mal hier mit dich drauf. So. Machen wir mal. So. Jetzt berechnet er das Ganze, was halt alles hier so hoch geht und was hinten abgeht. Und da können wir jetzt gucken, ob wir dann dementsprechend genug haben oder ob wir es voll verkackt haben. So, das heißt, schaut mal hier. Das hier zum Beispiel 120, 120, absolut perfekt. Also da kann man echt nichts verbessern. Das kann man echt entspannt so lassen. Dann nehmen wir als nächstes mal hier diesen Ecken. Diesen Miner hier. Ja, also ich baue die Dinger jetzt nicht überall hin, wo sie hin müssen. Ne? Also das ist erstmal ganz klar. Aber nur um einfach mal zu gucken, wie es läuft. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel 120 liefern wir raus und wir brauchen aber eine 105,5. Also könnten wir jetzt eigentlich hergehen und sagen, okay, pass auf. Machen wir 105,5. Dann können wir den nämlich ein bisschen runterschrauben. Und dann sehen wir, na, in der Mitte wird immer das Band angezeigt. Das ist das, was wir jetzt rausbauen. Das ist das, was wir brauchen. Total super. So, dann gucken wir uns den dritten auch noch an. Ah, der dritte wird schon ein bisschen schwieriger hier. Vielleicht müssen wir da mal... Ja. Dann nehmen wir da oben mal die andere Variante und packen das Ding mal da oben an die Decke. So, dann müssen wir aber einmal oben in die Zwischendecke rein. So, jetzt hätte ich vielleicht noch so eine Idee. Was mir gerade so einfällt. Um in diese Zwischendecke reinzukommen. Das ist ja gar nicht so einfach. Ach, doch, warte mal, ich habe doch hier... Nee, habe ich ja zugemacht. Scheiße. BTF.
Da war ja was. Aber das ist ja egal. Wir können ja hier hin. Dann bin ich an der Zwischendecke und kommen wir hier hin. Dann machen wir das Ganze nämlich folgendermaßen. So. Oder habe ich den schon freigeschaltet? Ja, habe ich hier da. So, machen wir das mal so. So, dann müssen wir natürlich jetzt hier außen mal irgendwie einen Weg rumbasteln. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Strom hier. So, aber einstellen können wir den schon, ne? 8, machen wir mal auf 12. Das Ding jetzt richtig ist. Jo. So. Okay, wo kriegen wir jetzt Strom her? Könnten den hier abreißen. Können wir dafür den dahin machen? Den machen wir da wieder hin. Den machen wir da wieder hin. So, den machen wir dahin. Den machen wir dahin. Und den machen wir dahin. So. Dann fahren wir mal hoch. Ist noch nicht schön, das ist erstmal nur eine Musterlösung, ne? So, und jetzt, aha, guck mal hier. Hier zum Beispiel sehen wir jetzt, wir brauchen eigentlich hier 166. Das heißt, es reicht gar nicht aus, was wir hier gemacht haben. Da haben wir natürlich jetzt wieder Scheiße gebaut, ne? Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier hergehen und das Ganze ein bisschen anpassen. So, und das können wir jetzt folgendermaßen machen. Fahren wir mal eben da runter. So, wir brauchen 166, irgendwas, ne? Also, jetzt können wir erstmal eine Schnecke nehmen. Sind wir jetzt bei 180, stellen uns auf 170 und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal an. So, jetzt machen wir erstmal hier MK3-Band rein. Schwupp, dann nehmen wir den Lift, den ändern wir auch auf MK3. So, jetzt haben wir hier unten den Part erstmal erledigt. So, jetzt haben wir schon mal im Output erstmal schon mal mehr. Das ist schon mal gut. So, und jetzt ist aber natürlich die Frage. So, 170. So, jetzt gehen aber natürlich nur 120 hier raus. Das heißt, wir müssen natürlich auch hier jetzt dementsprechend nochmal auf MK3 umswitchen. Bis erstmal das erste geteilt wird. So, das machen wir jetzt auch erstmal. Zack, zack, zack. Zack. So. Haben wir jetzt bis hierhin erstmal MK3. So. Jetzt natürlich die Frage, die man sich jetzt immer wieder stellen muss. Jetzt kommen wir zwar mit MK3 hier an. Das wird ja bis dato nicht geteilt. Aber jetzt müssen wir natürlich gucken, was geht hier raus. Das heißt, wir müssen jetzt auch hier nochmal einen einfach dranhängen. Um einfach mal zu schauen, ob das hier reicht, was hier rausgeht. Oder ob wir das ein bisschen erhöhen müssen. Calculate, calculate. So. So. Wir pulvern hier raus. 78,5. Brauchen aber 75. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich auf einen MK2 aufbauen. Bis irgendwo hin. Ne, auch wenn sich jetzt hier zurückstaut, aber wenn alles wirklich da mal 1:1 funktioniert, ne, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Ne? So. Dann machen wir das mal hier bis zum MK2. So. Und dann gucken wir mal weiter. So, wo ist das Ding jetzt? Da, jetzt können wir das noch einmal neu berechnen lassen. So, jetzt haben wir das schon besser. So, jetzt können wir das Ding eigentlich auch erstmal wieder abreißen. Und dann können wir jetzt hier vorne den nächsten nehmen. Hängen wir den, weil ich will die Dinge jetzt nicht überall hängen haben hier. Das ist ja total Quatsch. Hängen wir mal hier einen dran. So, hier sehen wir ja schon wieder, da wird schon wieder öfter geteilt.
Kann ich auch da schon mal eins dranhängen. Und dann kann ich auch da schon mal eins dranhängen. Also, hier gehen 95 rein. 120 ist das Limit. Das heißt, hier sind wir schon mal safe. Hier kommt genug an. So, die Frage, kommt hier genug an? Dudut. Sprung in der Schüssel. Ja, also hier ist schon mal safe, da kommt genug an, das passt. Ja, passt. Check. Ja, und so kann man dann dementsprechend bei den ganzen Sachen halt beigehen. So. Jetzt haben wir hier unser ganzes Förderband, was uns alles ins Zentrallager liefert, was momentan ja noch nicht wirklich in Betrieb ist, aber was ja irgendwann in Betrieb gehen soll. Und da werden wir jetzt mal gucken, was wir denn so darüber fördern. Was das Schöne ist, hier geht er zum Beispiel durch, da kann man gucken. Eisenplatten, Eisenschlangen, Draht, Statoren, Kupferblech, Beton, Schrauben, Kabel, intelligente Beschichtung, Stahlbeton. Das heißt, wir sind jetzt bei 270 Teilen, die hier rübergehen und 218, also klar, MK3-Band, ne, 270 und 218 wird momentan drauf geliefert. Das heißt, ein bisschen Puffer haben wir noch, um hier dementsprechend ein bisschen was drauf zu fördern. Jetzt gehen wir aber mal hinten ans andere Ende. Und dann wollen wir da nämlich mal schauen. Na, guck mal, hier gehen schon die ersten Sachen ins Zentrallager tatsächlich. Seht ihr das? Super. Das heißt, da füllt sich das Lager jetzt schon mal. Weil hier kommt ja dann auch noch was hinzu. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel wir hier rauspulvern. Ja, das Zentrallager, muss ich sagen, ist nicht optimal gebaut. Das ist, ist auch mein erstes, wird auch nicht mein letztes sein. Ich werde da wahrscheinlich noch ein paar mehr bauen. So, guck mal, hier haben wir nämlich 244 schon. Das heißt, hier habe ich gar nicht mehr so viel Puffer. Ja. Da muss man natürlich dann dementsprechend immer ein bisschen gucken. Und dafür ist dieser Effizienz-Checker-Mod einfach mega cool, um sich einfach einen Überblick zu verschaffen. Ja, ich finde nicht, das dient zur Vereinfachung. Klar, man muss nicht so viel rechnen etc. Aber ich finde, das wird, weiß Gott, nicht stimmen, um das Spiel, was das Spiel sagt. Boah, viel zu einfach. Nein, das ist einfach nur Zeitersparnis. Mehr ist es nicht. Ja, ich erspare mir damit einfach nur die Zeit. So, und wir können jetzt auch hier oben wieder den Lift hinbauen. Tatsächlich, das wird funktionieren. Und das werden wir, denke ich mal, auch machen. Also der geht dann zumindest nur bis auf diese Etage hier und dann ist gut. Weil dann machen wir den hier vorne wieder weg. Aber hier gefällt er mir nämlich überhaupt nicht. Ja. Das ist, sagen wir auf gut Deutsch, nichts Halbes, nichts Ganzes. Sind wir doch mal ehrlich, oder? So, komm, dann machen wir hier runter. Schwupp. So. Machen wir das hier mal weg. Und jetzt brauchen wir zwei. So, dann brauchen wir jetzt Transport ist er, ne? Transport, Elevator, zack. Moment, verklickt. Ach, jetzt komme ich da nicht ran. Warte. 12. So, das hier ist das Erdgeschoss. Das kann ich nicht mal Erdgeschoss schreiben. Geschoss. Zack. Das hier ist dann die Zwischendecke. Schwuppdiwupp. Und jetzt kommen wir auch da an. So, jetzt kommen wir auch hier, Zwischendecke. Und
Erdgeschoss. Dudut. Läuft. Elevator Style, no Railings. Na, die Railings lassen wir mal dran. Aber ich mach den Speed mal ein bisschen runter. Oder? Eins. Ah, ich finde so ist mit drei ist okay. Das passt, genau. Sehr gut. Okay, perfekt. Wir haben wieder einen funktionierenden Aufzug. Das ist schön. So, dann schauen wir mal an, was wir noch so für Mods freigeschaltet haben. Oder eingepflegt haben, oder ich zumindest. So. Also, da hätten wir... Ja, die modulare Lord Balonxa. So, die will ich mir mal ganz angucken. Das war einfach nur eine Mod, also die will ich einfach wirklich nur mal testen. Da kann ich mir, weiß Gott, sonst nichts zu sagen, wie die Mod so ist. Keine Ahnung. Die habe ich ja selber noch nicht ausprobiert. Also da wollte ich einfach mal gucken. 6, so. Zack. So, dafür brauchen wir jetzt aber ein paar Motoren. Gut, dass sie Motoren auf Lager haben, ne? Schau mal. Ah, herrlich. So, nehmen wir mal 100 Stück mit, ne? Genau. Dann haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Ah, ich weiß, hier wird gerade ein bisschen wenig Beton, aber es ist egal. Wir haben eh genug Beton auf Vorrat, also von daher. Erstmal egal. So, Stufe 4 war das, ne? So. Dann machen wir die Dinger mal da rein. So, das ist B. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo haben wir die denn? Tippen würde ich bei Logistik. Ja, da sind sie. Has an input and output. A filter can be defined for the output. The filter output is prioritized over non-filter modules. Okay. Overflow. Okay, der Funk, da brauche ich einen Supercomputer für. Has only an input. Input, kein Output, okay. Output only. Wie soll das denn funktionieren? Okay, also der hier würde funktionieren. Ja, den gucken wir uns mal an. So. Jetzt nehmen wir mal Eisenerz. Ah, was heißt das jetzt? Also der filtert quasi, wenn hier Eisenerz auf dem Band ist, filtert er noch Eisenerz. Okay, aber das verstehe ich die Logik nicht so dahinter noch. So, gucken wir uns mal den hier an. Der sieht ja auch alles relativ easy aus. Also hier kann ich jetzt nichts einstellen. Tatsache. Modular Load Balancer. Da habe ich mal eine Idee, passt mal auf. Weiß nicht, ob der das dann automatisch macht, aber das werden wir uns mal eben kurz mal angucken. Auch wenn die Zeit schon wieder sehr knapp ist, ist mir egal. Das interessiert mich jetzt einfach. So, wir haben ja gesagt, also. Als Beispiel, wir nehmen nochmal kurz den Effizienzchecker und schauen uns den hier nochmal an. So.
So, 78, bla bla bla, 75 brauchen wir. So, was ist, wenn ich jetzt... das mal kurz wegreiße. Ich kann jetzt hier nichts einstellen. So, was mich jetzt mal so rein interessieren würde. Ich muss natürlich ein MK2 dabei machen, nicht Depp. So. Also, wir waren bei 78,5. So, wenn ich jetzt mal den Effizienzchecker nochmal hier hinhänge. 78,5 gehen halt hier rein. Was jetzt interessant wäre. Da hat sich nichts dran geändert. Ist tatsächlich immer noch dasselbe. Also das hier wird tatsächlich erstmal nichts bringen. Würde ich tippen. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Okay, dann gucken wir nochmal weiter. Was wir denn da sonst noch so haben? Wie gesagt, ich muss wieder mit erstmal Overflow-Modul. Input only. Output. Output only. Block-Modul. Ja, das check ich nicht. Da muss ich mir noch mal ein bisschen schlau machen. Aber gut. Ist dann halt nun mal so. Nee. So. Gut. Ja, dann machen wir jetzt Schluss für heute. Und wir schauen mal ganz kurz, was wir in der nächsten Folge machen. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Also wir haben, oder was wir natürlich noch machen müssten, wäre, dass wir, sag schnell, die Motoren müssen wir nochmal fürs Zentrallager vorbereiten, dass die auch dementsprechend dann irgendwann dahin geführt werden. Und genau, das wäre so der Plan. Und vielleicht überlege ich, ob ich das Zentrallager nicht in der nächsten Folge nochmal eben schnell umbaue. Ich glaube, das wäre ein bisschen sinniger. Ja. Bisschen größer bauen. Das machen wir nächstes. Wir bauen in der nächsten Folge das Zentrallager um. Also, bis dahin. Haut rein. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.